Willkommen bei Tastillery. Wir haben hier alle 8 Game of Thrones Whiskys und alle werden sie aufgemacht. Zuletzt der Oban Bay Reserve. The Night's Watch, die Nachtwache, wird repräsentiert von Oban Bay Reserve. Oban, eine spannende Destillerie in Schottland, direkt in einer Bucht zwischen einem verschlafenen Fischerdörfchen und dem Wasser. Die Nachtwache in Game of Thrones schützt die Menschheit vor dem König der Nacht. Sie hält Wache auf dieser großen Eiswand. Und die Jungs, das sind nur Männer, die das machen, sind immer schwarz gekleidet. The Crows. Ihr habt ja schon bei den anderen Game of Thrones Flaschen gesehen, es ist auf jeder Flasche immer ein Wappen drauf. Bei dieser Flasche ist kein Wappen drauf, sondern es steht das Gelübde der Nachtwache drauf. Und es heißt Taking the Black. Machen wir die letzte Flasche aus der Game of Thrones Serie auf. Also ich freue mich wirklich darauf, denn dieses schwarze Mysterium. Oh ja, haben wir gerade gelüftet. Oban ist tatsächlich auch eine der Destillerien in Schottland, die einen der kleinsten Outputs hat. Also ich bin sehr beeindruckt, dass diese Reserve-Abfüllung aus Oban stammt. Es ist auch so schön zu sehen, dass dieses bernsteinfarbene, goldene aus dieser schwarzen Flasche kommt. Cheers. Überraschend mild, fruchtig. Etwas malzig schon fast. Auch sehr holzig, also das, ja. die Holznoten, die Eichennoten kommen hier gut durch. Oh, das aber ist geil. Im Geschmack wirklich überraschend mit, wie würdest du es beschreiben? Also so eine krasse, ganz tolle Süße, die dahinter kommt, die sofort mit so einer Würze und so einer Wärme begleitet wird. Und sie bleibt sehr lange da. Das heißt, der Nachgang ist wirklich sehr lange, sehr wärmend und nicht so kratzig und beißend im Hals, sondern es ist wie, so ein seidiger Film, der sich quasi im Hals niederlegt und dann mit einer Süße im Mund da bleibt. Das ist so eine Karamellsüße. Ich wollte am Anfang sagen Honigsüße, aber das ist eher so eine dickflüssige Süße, die sehr positiv ist, finde ich, und die so den ganzen Hals ausfüllt. Ich finde das echt spannend. Wir sind hier gerade beim Oban Bay Reserve. Ja. Man muss dazu natürlich sagen, es gibt auch den Oban Little Bay. Und das gute Stück habe ich natürlich einmal mitgebracht. Denn lass uns den doch mal direkt daneben verkosten. Side by side. Und schauen, ob Oban sich hier etwas Spezielles einfallen lassen hat. Ich denke, das ist genau das Ding. Ganz viele Leute denken, das ist einfach nur eine neue Verpackung. Ja. Wir sind aber gespannt, ob das wirklich eine komplett andere Abfüllung ist. Also von der Farbe sehen die natürlich beide schon sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Oh ja. Oh ja. Vom Aroma. Ist, oh ja. Man merkt auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Man hat quasi in der Game of Thrones Variante sehr viel mehr karamellige Toffee-Noten mit drin, die etwas so ein leicht süßlicheren, ein süßlicheres Aroma von sich geben. Und der Oban Little Bay ist tatsächlich etwas rauer allein im Aroma. Der ist ein bisschen rauer, der hat ein bisschen mehr Schärfe. Ich würde fast sagen, der hat ein bisschen. Oh, leichte maritime Noten, so leicht salzig. Mhm. Wobei der Oban Bay Reserve halt so ein bisschen rauchig, wollte ich sagen, aber es ist eher holzig. Holzig, genau. Ist etwas holzig. Also wir können hier wirklich ganz klar feststellen, der Oban Little Bay und der Oban Bay Reserve aus der Game of Thrones Variante sind wirklich unterschiedliche Whiskys, der hier speziell für Game of Thrones hergestellt wurde. Ganz genau. Das ist ein schöner Whisky, den könnt ihr euch beim Angeln oder beim Segeln reinziehen. Und das ist eher, wenn ihr Mitglied der Nachtwache seid und irgendwas braucht, um euch beim kalten Feuer aufzuwärmen. Und die schwarze Flasche wirklich macht beim Whisky auch schon was her. Ja, es ist nur Packaging, aber das Auge trinkt ja auch mit, oder? Das waren die Game of Thrones Whiskys, die wir für euch verkosten durften. 8 spannende Whiskys, alles Single Malts, von Einsteiger über Würzignoten, über Raritäten, kräftig, torfig, rauchig, alles dabei. Und das Tolle ist, macht diese Flaschen auf, genießt sie und trinkt sie, nicht nur einstauben lassen. Das sind wirklich spannende Abfüllungen. 6 davon wurden besonders dafür hergestellt. Unser Fazit, toller Stoff.
mach den auf, nicht nur verstauben lassen. Am besten zur letzten Staffel von Game of Thrones. Cheers. Cheers.